Naja, wir sprechen uns, wir telefonieren, wir Seit 7 Uhr heute Morgen bin ich unterwegs. 7 Uhr ging es los in Berlin. Was motiviert mich eigentlich, diesen Job zu machen? Motivation ist ja so ein weicher Begriff. Den unterschätzen immer alle. Dabei ist Motivation, sagen zumindest die Psychologen, die Basis dessen, was ich auch im Job leisten will, machen will. Aber woher nehme ich die Motivation? Ich und mein Kameramann Matthias. Meistens ist es neue Leute. Die Neugierde, neue Leute, spannende neue Orte. Heute sind wir nicht ganz so weit gereist, sondern nur bis München zu Siemens. Schön, dass die Zeit haben. Ja. Okay. Wir machen aber den Rest jetzt auf Englisch, oder? Nö, wir machen es auf Deutsch. Wir machen es auf Deutsch. Oh, wir machen es auf Deutsch. Wir machen es auf Deutsch. Sprechen Sie lieber Englisch? Nö, an mir ist es egal. Motivation steht immer in Stellenanzeigen, weiß nicht, ob Sie die auch formulieren. Suche motivierten Mitarbeiter und dann erst kommen die Kriterien. Ja. Was sucht man da, wenn man einen motivierten Mitarbeiter sucht? Na, ich glaube, einen unmotivierten Mitarbeiter wollen Sie natürlich nicht. Aber ich glaube, Sie wollen jemanden, der einfach sagt, ich bin für was verantwortlich und ich möchte das bestmöglichst gestalten für das Unternehmen. Wir merken das auch, insbesondere wenn Sie bestimmte Fachkräfte oder sowas suchen. Ja. Da gibt es ganz genau Leute, die sagen, das sind die Rahmenbedingungen, die ich mir vorstelle. Mhm. Und wenn ihr die mir nicht bieten könnt, dann komme ich auch nicht. Ja. Und ganz fairerweise, wenn Menschen die Möglichkeit haben, und man verspricht ihnen Rahmenbedingungen, die dann aber nicht eingehalten werden, die aber wichtig für sie waren, dann gehen sie auch wieder. Und das ist das Teuerste, was als Unternehmen passieren kann. Wenn jemand in den ersten 12 Monaten wieder geht, das ist ungefähr ein Jahresgehalt, was sie da verlieren. Okay. Ja, also das lohnt sich nicht. Da ist es doch noch besser, irgendwie so zu sagen. Die Leute, die Sie jetzt hier haben, sind Ihre Mitarbeiter, ne? Die kennen Sie ganz gut. Die kenne ich ganz gut. Wissen Sie, was Sie denen bieten können, um sie zu motivieren? Ja, würde ich doch mal glatt sagen. Vielleicht nicht jeden Tag, ja, da grinst er schon. Aber was würde eher... Wissen Sie, was man ihm bieten kann, dass er schön dabei bleibt? Also der Herr zum Beispiel zur Linken, ja, der ist jemand, der Gestaltungsspielraum mag. Also ganz einfach zum Beispiel zu wissen, an was soll ich arbeiten, Möglichkeiten haben, zu sagen, ich will es jetzt irgendwie selber entscheiden, in welche Richtung soll das gehen und so weiter und so fort. Genau, also doch, kann man doch dann tatsächlich so sagen. Machen Sie solche Termine eigentlich gern? Wird es jetzt reingeschnitten? Vielleicht. Wenn Sie, nee, dann machen wir es normal. Sie haben eine sehr steile Karriere gemacht. Was motiviert Sie, jeden Morgen aufzustehen und diese vielfältigen Herausforderungen? Ich meine, Sie kommen ins Büro und haben garantiert mindestens 10 Probleme auf dem Tisch morgens. Oder? Ja, die habe ich ja nachts schon abgearbeitet. Genau. sind nur die asiatischen Probleme aufgelaufen in der Zwischenzeit, wenn ich geschlafen habe. Haben Sie so eine Motivationsstarter in den Tag? Ich glaube, Sie können, also wenn Sie einen Job gerne machen wollen und wenn ein Job halt einfach mehr als 35 oder 40 Stunden in der Woche dauert, dann brauchen Sie irgendwas, was Sie motiviert. Und ganz ehrlich, für mich ist immer das Schönste an diesem Unternehmen, das Beste sind die Menschen. Ja. Das sind aber auch diejenigen, die gleichzeitig irgendwie manchmal mich am allermeisten nerven. Ja. Wie baut man als Chef Motivation auf? Wie übergibt man die an andere? Authentisch führen bedeutet eben auch, sie müssen das, was sie predigen, auch leben. Was mich immer frustriert hat, wenn ich zum Beispiel dann zu meinen Chefs gegangen bin und gesagt habe, du hör mal, ich brauche mal deine Hilfe. Oder das ist ein Problem. Und dann die Antwort bekommen habe, Probleme gibt es nicht, es gibt nur Lösungen. Dann denke ich mir immer, hey, also wozu komme ich denn eigentlich, wenn ich irgendwie nach Hilfe suche und wenn ich dann keine bekomme, dann komme ich wahrscheinlich nicht nochmal. Jetzt hat Siemens natürlich im Zuge von Unternehmensumstrukturierung auch Veröffentlichungen machen müssen und das war Ihr Job im letzten Herbst, dass möglicherweise Jobs verloren gehen, dass möglicherweise ganze Werke in der Kraftwerkssparte geschlossen werden könnten. Wie geht es Ihnen bei solchen Verkündungen? Bei solchen Ankündigungen müssen Sie ehrlich sein, sie müssen transparent sein und sie sollten da nicht allzu viel Wischiwaschi erzählen. Wenn die Nachfrage einfach um 50, 60, 70% einbricht, müssen sie agieren. Jetzt werden Sie ja schon manchmal in der Presse so als potenziell erste Vorstandsvorsitzende in Deutschland gehandelt. Habe ich zumindest gelesen. Ist das ein Ansporn oder ein Druck oder Motivation? Gar nicht. Also, sondern einfach, ich mache meinen Job, der macht mir Spaß. Ich glaube auch irgendwie, wie Sie ja schon irgendwie festgestellt haben, der bietet ja genügend und bietet ja auch noch genügend an Herausforderungen. Und dann sage ich einfach, überlasse ich es Ihnen und Ihren Kollegen, was Sie gerne schreiben wollen und spekulieren wollen, dann muss ich mich ja nicht daran beteiligen. Aber wäre es ein Wunsch, das mal zu schaffen? Ich bin happy mit dem, was ich mache. Dankeschön.
Keine Ursache. Und wie fandst du es? Voll motiviert jetzt? Absolut. Okay, dann war es ganz gut. Alles klar. Voll motiviert. Und ist mir egal, wenn du das ausnutzt.